Herzlich willkommen zu meinem Videokurs zum Londoner System. Es ist gerade mal ein Jahr her, da saß ich an derselben Stelle und habe einen Videokurs zum Thema englische Eröffnung aufgenommen. Und ja, die Zeit geht ins Land und ich habe wieder bei Chessimi angeklopft. Und nun ist es an der Zeit, einen weiteren Videokurs aufzunehmen, diesmal zum Thema Londoner System. Und auch wenn von den Stellungen und Strukturen die Varianten sehr, sehr unterschiedlich sind, ist die Idee dahinter doch die gleiche. Es ist keine Eröffnung, wo man um den riesigen Eröffnungsvorteil kämpft. Es geht darum, die Stellung besser zu verstehen als der Gegner, die Pläne besser zu kennen, die Figurenaufstellung besser zu kennen und, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein bisschen zu sagen, du hast doch gar keine Lust, gegen das Londoner System zu spielen. Und gleichzeitig wissen wir, was für eine spannende Eröffnung das eigentlich sein kann. Und ich möchte euch ein wenig durch die verschiedenen schwarzen Aufbauten führen, was man dagegen spielen kann, wie stellt man sich am besten auf. Doch für alle, die meinen Kurs zur englischen Eröffnung auch gesehen haben, die wissen, dass ich nicht in die super Tiefe, was die Analysen angeht, reingehe, weil die können wir uns sowieso nicht merken. Der ganze Wust an Theorie, der ist so unglaublich groß, dass man sich das als Mensch nicht merken kann. Und wenn man einer der Glücklichen ist, die sich alles merken können beim ersten Mal, dann ist vielleicht doch erstens E4 die bessere Variante. Aber für die Normalsterblichen unter uns geht es darum, in Stellungen, wo man entweder die Theorie vergessen hat oder weil der Gegner irgendwas Komisches gespielt hat, zu wissen, wo gehören jetzt eigentlich meine Figuren hin? Wie finde ich einen Plan? Was sind die Bauernhebel, die man in dieser Stellung spielt? Und das möchte ich euch näher bringen und euch zeigen. Ich habe beim Londoner System nicht eine so lange Geschichte wie bei der englischen Eröffnung. Ich selber wollte mich einfach breiter aufbauen, was mein Eröffnungsrepertoire angeht, und habe nach einer Eröffnung gesucht, die meinem Spielstil entspricht, also auf Verständnis setzen, auf Aktivität setzen, auf klare Strukturen setzen. Und da bin ich aufs Londoner System gestoßen und habe gemerkt, dass es, wie ich eingangs sagte, sehr ähnlich beim Ansatz ist, wie man die Stellungen angeht, wie die englische Eröffnung. Aber da ich diese lange Geschichte wie bei der englischen Eröffnung, wie ich dazu gekommen bin, nicht erzählen kann, möchte ich euch einfach eine Partie von mir präsentieren, die ich gespielt habe und die, wie ich finde, ganz gut widerspiegelt, wie viel Dampf und wie viel interessante Ideen eigentlich beim Londoner System mit dabei sind. Das Londoner System, viele von euch werden es wissen, beginnt nicht mit meinem Lieblingszug erstens C4, sondern mit erstens D4, aber trotzdem entstehen natürlich tolle Varianten. Und nach ersten Springer F6 werde ich immer Läufer F4 empfehlen. Es gibt eine, die dann sehr detailliert sind, die sagen, es gibt vielleicht das ein oder andere Abspiel, wo man hier eher Springer F3 spielen würde. Dem würde ich dagegen entgegenhalten. Ich will aber auch ab und zu vielleicht Springer F3 noch ein bisschen rauszögern. Also ich bin hier immer für Läufer F4. An dieser Stelle werden wir natürlich ganz viele Sachen uns anschauen. Wir werden uns anschauen, was die ganzen Aufbauten sind. Also Königsindisch, Grünfeldindisch, Nimzu-Indisch, Bogo-Indisch, Slawisch, E6, D5, was normalerweise die Hauptvariante darstellt. All das werden wir uns anschauen und ich werde im nächsten Video eine inhaltliche Übersicht geben über das, was euch im Video an Varianten erwartet. Jetzt möchte ich euch aber erstmal einen Eindruck geben, was es für tolle Varianten gibt, wenn man das Londoner System spielt, was für tolle Partien man spielen kann. Zweitens, E6 ist ein möglicher Zug, C5, D5, alles mögliche Optionen, auch G6, Läufer G7 kann man spielen. Mein Gegner, hier ein ukrainischer IM, entschied sich dafür, E6 zu spielen und ich wählte jetzt hier den Zug E3, der ganz typisch ist für das Londoner System, sich erstmal im Zentrum stabil aufzubauen mit D4, E3, C3. Vorher hat man den Läufer außerhalb der Bauernkette hingezogen. Dann spielt man sehr häufig Läufer D3, Springer F3, Springer D2, um erstmal alle Figuren entwickelt zu haben, fest im Zentrum zu stehen und sich dann zu entscheiden, wo möchte ich eigentlich angreifen. Möchte ich vielleicht am Königsflügel angreifen mit H4, H5? Möchte ich im Zentrum durchbrechen mit E4? Oder ist es vielleicht sogar eine Idee, mal mit Dame B3, A4 und solchen Ideen am Damenflügel zu spielen? Ihr merkt schon, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wenn man weiß hat, wo man eigentlich sein Spiel aufziehen möchte. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Variante Schwarz genau wählt. Aber es gibt schon mal einen kleinen Überblick,
wie interessant und vielfältig diese Eröffnung sein kann. Mein Gegner spielte jetzt hier D5 und ging damit in eine der absoluten Hauptvarianten über, allerdings auch mit Zugumstellung. Springer D2 und ich habe den Aufbau eben schon beschrieben, in irgendeiner Reihenfolge spielt man jetzt hier häufig C3, Läufer D3, Springer F3, um sich, wie gesagt, möglichst stabil im Zentrum aufzubauen. Läufer D6, das nennt man eigentlich die Variante mit frühem Läufer D6, doch mit Zugumstellung kommen wir jetzt hier gleich in eine der Hauptvarianten rein. Schwarz kann seinen Lieblingsaufbau häufig in verschiedenen Zugreihenfolgen erreichen. Denn ähnlich wie Englisch ist es beim Londoner System so, dass wir mit Weiß erstmal keine direkten Drohungen aufstellen, weil wir damit beschäftigt sind, unsere Figuren optimal zu platzieren. Das gibt Schwarz die Möglichkeit, nicht reagieren zu müssen, sondern seinen eigenen Aufbau so hinzustellen, wie er das möchte und dazu auch verschiedene Zugreihenfolgen zu wählen. Da müssen wir immer ein wenig auf der Hut sein, auf dem Kasten zu haben, welche Stellung, welchen Stellungstyp kann mein Gegner noch erreichen, wenn er jetzt die und die Zugfolge wählt. Läufer G3, kurze Rochade, Läufer D3. B6, Dame E2. Dame E2 habe ich in dieser Stellung gespielt, um Läufer A6 zu verhindern, weil ich möchte gerne möglichst viele Figuren auf dem Brett behalten. Und wenn er schon Läufer A6 spielen will, dann soll er jetzt vorher wenigstens noch mit A5 spielen. Außerdem ist Dame E2 sowieso ein Standardzug, denn eine der wichtigen Ideen im Londoner System ist es, E4 durchzusetzen. Und sollte dann irgendwie irgendwann eine Dame auf E4 landen, hat die schöne taktische Ideen gegen den Turm auf A8 und gegen den Bauer auf H7. Deswegen ist Dame E2 ein absoluter Allrounder-Zug. C5, C3, Zentrum wird stabilisiert und ganz, ganz wichtig, was mir auch immer ganz wichtig ist, nach Springer F3, Läufer B7, Turm D1, alle Figuren mit ins Zentrum holen. Alle Figuren sollen mitspielen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Moment, fast alle Figuren spielen mit. Was ist eigentlich mit dem Turm auf H1? Und der König steht ja auch immer noch in der Mitte. Soll der nicht eigentlich irgendwann mal rochieren? Das stimmt. Die kurze Rochade für Weiß ist in vielen Stellen der richtige Zug. Doch hier wartet man häufig noch. Denn man hofft darauf oder versucht den Gegner dazu zu provozieren, dass er Läufer schlägt G3 spielt. Würde er das jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle tun, würde ich mit dem H-Bauern wieder nehmen und mein sogenannter fauler Turm, ich selber kannte den Begriff gar nicht, den hat mir mal Tom George, ein sehr guter deutscher Trainer, beigebracht sozusagen. Der faule Turm, der noch gar nicht gezogen hat und trotzdem gut steht. Und darauf setzt man so ein bisschen oder versucht es zu provozieren, dass vielleicht doch mal Schwarz sich gezwungen sieht, auf G3 rauszunehmen, damit der Turm direkt den Läufer von D3 beim Angriff gegen H7 unterstützt. Das ist der Grund, warum man die kurze Rochade häufig ein bisschen rauszögert. Mein Gegner spielte Turm E8, was einer der Hauptzüge ist. Und hier habe ich nochmal dieses Spannungsverhältnis der Läufer dargestellt. Sobald ich kurz rochieren würde, würde mein Gegner bestimmt auf G3 nehmen, weil dann diese Drohung entlang der H-Linie einfach nicht mehr vorhanden ist. Bauer E4 ist hier die Hauptvariante. Die Drohung ist sehr direkt. Man möchte hier gerne Bauer E5 spielen. Er spielt Läufer E7, einer der Hauptzüge. Bauer E5. Und jetzt sieht man schon, dass der weiße Angriff durchaus gefährlich ist. Der Läufer guckt Richtung H7. Auch andere weiße Figuren spielen im Angriff mit. Könnten natürlich mehr sein, aber langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der Hauptzug hier ist Springer H5 und den werden wir auch eingehend diskutieren mit Ideen mit H4 und Angriff auf den schwarzen König. Da habe ich ein paar tolle Varianten gefunden, ein paar tolle Angriffsmuster. Also ich denke, da wird für jeden, der auch mal gerne eine schöne Angriffspartie spielt, etwas dabei sein. Er spielte aber hier Springer D7. Ich machte A3 mit der Idee, nach dem Schlagen auf D4 nicht ständig in Springer B4 reinzulaufen. F6. Er fühlte sich anscheinend erinnert an die französische Verteidigung von der Struktur her und sagte sich, deswegen hebelt er jetzt mal so ein bisschen das Zentrum auf. Ich habe gesagt, naja gut, alles klar, dann greifen wir mal an. Wenn du mit F6 hier bei so wenig Verteidigern deine Struktur ein bisschen schwächst,
Dann bin ich doch der Erste, der hier mit H4 ein bisschen Attacke fährt. H4, ein Zug, den wir in einigen Stellungen sehen werden. Eben mit der Verbindung, dass die Läufer so stehen, dass der H-Bauer beim Angriff mithilft. Er hat einmal rausgenommen, ich habe wieder geschlagen. Springer F8, Springer F1. Ich wollte den Springer besser stellen. Man hätte hier auch schon über Springer G5 oder H5 nachdenken können. Aber ich dachte mir, okay, ich spiele erstmal Springer F1. Vielleicht mal mit der Idee Springer E3, Springer G4, um dort ein bisschen einen Angriff zu starten. Doch nachdem man mit Dame C7 auch seine Dame ein wenig aus der Verteidigung, auf jeden Fall aber aus der Verteidigung des Feldes G5 gezogen hatte, habe ich gedacht, okay, wenn du mich jetzt schon so einlädst, so eine Einladung kann ich kaum widerstehen. Also machen wir hier mal Springer G5 und nach C4 Läufer B1 sieht man ganz klar, dass mit der Unterstützung des Läufers von B1 vielleicht mal Dame C2 oder Dame H5 hier ein ordentlicher Angriff möglich ist. Turm D8, logisch, um D4 zu unterstützen. Springer E3 bringt die Figur auch noch mit ins Spiel und, wie ich gesagt habe, vielleicht auch mal über G4 in den Angriff. Und Schwarz entschied sich hier für den richtigen Zug, nämlich mit D4 das Zentrum zu öffnen und selber Spiel zu suchen. C schlägt D, Turm schlägt D4 und jetzt ganz stark, Springer schlägt H7, ganz stark, das war jetzt ein bisschen arg viel Eigenlob, das sehe ich ein. Es war ein guter Zug, die Partie war beileibe nicht perfekt von mir, wirklich nicht. Aber man sollte eben solche Einschläge dann schon sehen im Londoner, weil das ist die schöne Taktik, die euch erwarten wird, wenn ihr euch entscheidet, regelmäßig das Londoner System zu spielen. Turm schlägt D1, tauschen auf D1, Springer schlägt D1 und der Trick ist, er hat das jetzt irgendwie gemacht, ich weiß nicht warum, ist, dass wenn man zweimal auf H7 nimmt, kommt Dame H5 Schach mit Doppelangriff auf König und Turm. Nach König G8 kommt Dame schlägt D8 mit Schach. Ich habe eine Qualität mehr, ohne eine echte Schwäche zu haben. Also die Stellung ist gewonnen und er gab jetzt hier auch schon auf. Das war jetzt keine sonderlich theoretische Variante, wobei ich sagen muss, ich hatte im Londoner System, und ich habe schon viele Partien inzwischen dort gespielt, noch kein richtiges Theorie-Battle gehabt. Also es gab natürlich einige Varianten, die hatte man mal ein bisschen länger, und da musste man sich vielleicht auch ein klein bisschen was angucken. Aber so die harten Theorie-Schlachten gibt es da eigentlich nicht. Vielmehr geht es darum, den richtigen Aufbau zu finden, die richtigen Angriffsideen zu finden, den richtigen Hebel zu finden. In diesem Fall war es E4, E5, gefolgt von H4 und dann Königsangriff. Und dann das auch konsequent umzusetzen. Und diese Partie ist zumindest dafür ein ganz gutes Beispiel, wie viel Pfeffer dann doch im Londoner System ist. Das ist jetzt hier Einleitung Teil 1, weil ich euch einfach zeigen wollte, was ist meine Motivation, das Londoner System zu spielen. Warum spiele ich das? Es sind wegen Partien wie dieser, wegen klar strukturierter Pläne, die man dann zur Vollendung bringen kann. In dem nächsten Einleitungsvideo, Video Nummer 2, werdet ihr dann sehen, was ich inhaltlich für euch in diesem Videokurs zu bieten habe. Ich hoffe, dieses erste Video hat euch schon mal ein bisschen Lust und Hunger gemacht auf das Londoner System und ich freue mich darauf, mit euch die nächsten Videos das Londoner System zu besprechen.